Die aktuellen Zahlen der Schweiz zeigen auf, dass über 90% der Schäden an Nutztieren, die von Wölfen verursacht werden, in Situationen ohne Schutz passieren. Die Erfahrungen zeigen, dass mit einem an die Situation angepassten Herdenschutz die meisten Schäden zu verhindern sind. Die bisherigen Beobachtungen mit Elektrozäunen in unseren Nachbarländern Italien, Frankreich und auch Deutschland zeigen, dass Elektrozäune, die nach empfohlenen Vorgaben aufgestellt und gewartet wurden, von den Wölfen respektiert werden. Das Allerwichtigste bei Elektrozäunen nebst der Zaunhöhe ist natürlich, eine genügende Stromstärke auf der Litze zu haben. Man stelle sich vor, der Wolf hat eine äußerst empfindliche Nase. Falls er ein einziges Mal einen Stromschlag bekommt, so hat er etwas für das ganze Leben gelernt. Jeder Wolf ist verschieden. Wir gehen davon aus, dass Wölfe eine Situation beobachten. Falls die Aussicht auf einen Nahrungserfolg besteht, testen die Wölfe eine Situation aus. Sind sie dabei erfolgreich, lernen die Wölfe aus der Situation heraus. Einzelne Wölfe haben Zäune auch schon übersprungen. Erfahrungen haben gezeigt, dass Wölfe die Schwachstellen in einem Schutzsystem, so auch bei Elektrozäunen, früher oder später finden. Je länger, je mehr interessierte uns die Frage, wie sich Wölfe verhalten, die auf einen Elektrozaun stoßen. Wo versuchen sie durchzukommen? Im Gehege bei drei verschiedenen Wolfsrudeln haben wir innerhalb des Geheges einen Zaun aufgestellt. Dabei haben wir Zaunsysteme getestet, welche in der Schweiz traditionell als Schaf- und Weidezäune in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Orange-Weidenetz und der Litzenzaun. Die Wölfe bekamen ein paar Tage lang kein Futter. Dann haben wir Fleisch hinter die Zäune gelegt und beobachtet, was passiert. Es gab Wölfe, die dann den Zaun überwunden haben. Und zwar sind sie unter dem Zaun durch. Oft haben sie gegraben, teilweise bis zu 40 cm tief, und sind unten durch. Sehr interessant sind die Aufnahmen, wo man sieht, wie die Wölfe den Zaun systematisch überprüfen und immer oben, unten die ganze Linie kontrollieren und nach einer Möglichkeit durchzukommen suchen. Als wir den Zwei-Litzen-Zaun getestet haben, hatten wir zunächst die untere Litze mit Strom 25 cm ab Boden. Kein Wolf ging da durch. Dann haben wir die untere Litze auf 35 cm angehoben und dann gingen sie plötzlich durch. Kein Wolf ist gesprungen, weder über den Netz noch über den Litzenzaun. Die Vorstellung vom springenden Wolf ist sehr verbreitet. Viele glauben, der Wolf springt, nicht zuletzt aufgrund von Bildern, wie zum Beispiel das Bild mit einem Wolf, der über ein Gattertor springt. Man weiß, dass dies ein dressierter Wolf war. Der Wolf musste lernen, so zu springen. Theoretisch ist das Überspringen eines Zaunes kein Problem für einen Wolf. Das sieht man auch bei Hunden, denen man das Springen beibringt. Auch ein Hund springt nicht von sich aus. Man muss es ihnen systematisch beibringen. Dafür drückt man zunächst den Zaun runter, damit die Hunde sehen, da kommt man drüber. Danach erhöht man Schritt für Schritt. Dies muss ein Hund erst lernen. Etwas, wo ein Hund muss lernen. Da gibt's natürlich schon. Klar gibt es hin und wieder einzelne Spezialisten, die nun mal etwas anderes versuchen und anfangen zu springen. Ja, wenn ein Wolf beginnt zu springen, dann ändert sich die Situation natürlich. Doch bei solchen spezialisierten Wölfen besteht in der Schweiz ja die Möglichkeit, sie abzuschießen. Dass man die Wölfe abschießen kann.